Wir betrachten die Partie, ich glaube, von gestern, von Matthias Blühbaum, dem Europameister, der deutschen Nummer 2. Zuletzt, wie die meisten außer Vincent Keimer, bisschen Elo-Einbußen. Ich glaube, er ist noch Zweiter der Rangliste. Ich denke, dass das ein temporäres Ding ist, weil zwischendurch bei 2,6, lass mich nicht lügen, 75. Und da gehört er auch hin. Spielt hier gegen den erfahrenen Weltklassemann Pantaya Hare Krishna aus Indien, lange dabei, war mal Top 10, Top 11 der Welt. Und Blühbaum mit dem weißen Stein greift zu Bauer nach D4. EDOP meinte, du siehst bei Chess24 genauso aus. EDOP, du Monster. Hare Krishna spielt D5. Blühbaum spielt C4, das sogenannte Damengambit. Und Hare Krishna spielt C6, die slawische Verteidigung. Jetzt wird es interessant. Blühbaum schlägt auf D5, slawisch Abtausch. Eine Variante, von der ich auch seit Jahrzehnten großer Fan bin. Nicht unbedingt, um Leguanisch auf Remis zu spielen. Ich glaube, dass diese Stellung mit dem weißen Extratempo immer noch sehr, sehr viel Gift enthält und nicht schlechter ist als die slawische Hauptvarianten. Also Hauptvarianten sind Springer F3, Springer F6, Springer C3 oder Springer F3, Springer F6, E3. Also, ich bin ein Fan dieses Zuges. Aber hier spielt Blühbaum einen, ja, früher seltenen Zug. In letzter Zeit ein bisschen Mode gekommen. Er spielt Läufer nach G5. Sieht ein bisschen random aus. Der Läufer geht in die Wildnis, nimmt aber dieses Feld unter Kontrolle und ist bereit, sich gegen den Springer abzutauschen. Zu meiner Zeit war der Hauptzug eher, den Läufer nach F4 zu spielen. Diese Variante. Ich viel gespielt. Hat Blühbaum natürlich auch schon gespielt. Aber Läufer nach G5. Ein interessanter, ich weiß gar nicht, was man sagen kann, euer Versuch dazu ist nicht neu, aber Zug der letzten Zeit. Wenn Schwarz das verhindern möchte übrigens, ist es nicht dumm, mit Springer F6 anzufangen. Selbst wenn man slawisch spielen möchte, nach Bauer nach C4 zu spielen, die meisten E6. Aber man kann auch in dieser Stellung nach Bauer nach C6 spielen. Und jetzt macht Läufer G5 nicht so viel Sinn, weil dann Springer E4 käme. Der Springer ist ja schon draußen. Und wenn Weiß hier Springer C3 spielt, jetzt D5, C schlägt D, C schlägt D und dann Läufer G5, hat Schwarz wieder den Konterspringer nach E4. Was eine gute Version ist für Schwarz, wenn Weiß hier schlägt, schlägt und Bauer nach E3 spielt. Sieht erstmal normal aus, aber nach Dame A5 Schach guckt er dumm aus der Wäsche, denn der Läufer ist weg. Also, klar, Zugfolgetrick, slawisch Spieler. Springer F6 hat seine Vorteile. Warum spielt man slawisch eigentlich D5 C6 und nicht in wie in Karo Kann C6 D5? Weil du auf E4, wenn du D5 spielst, wird er geschlagen und du musst mit der Dame raus oder Springer F6 spielen. Auf D4, wenn du D5 spielst, wird der Bauer nicht geschlagen. Also kannst du mit D5 anfangen, wenn man es auf E4 vorbereiten muss. Mit C6 und dann D5. Auf D4, C6 ist kein Fehler, aber zum einen spielen nicht alle Karo Kann, um Weiß zu E4 einzuladen, macht nicht so viel Sinn, und zum anderen könnte Weiß hier auch andere Aufbauten wählen, ohne Bauer nach C4, wo nicht klar ist, ob Bauer nach C6 jetzt das Optimum ist für Schwarz. Also D4, D5, C4, C6, C schlägt D, C schlägt D, Läufer nach G5. Hier gibt es viele vertretbare Züge. Nicht überraschenderweise. F6 ist interessant. Sieht hässlich aus. Das ist so eine typische Ruse-Variante hier. F6 provozieren. Und dann irgendwie schnell Stress machen. Von der F6 Läufer D2, Springer C6, Springer C3, E5, E4. Muss Schwarz sehr genau wissen, was er tut. Die meisten wollen das nicht. Ich meine, dass auch H6 okay war. Irgendwie sowas habe ich mir angeguckt. Läufer H4, Dame B6, Springer C3. Jetzt könnte man entweder scharf spielen mit Dame schlägt B2 oder Leguanischer mit Bauer nach E6. Ich glaube, auch das war okay. Aber Hare Krishna spielt Springer nach F6. Erklärt sich bereit, sich diesen Springer wegtauschen zu lassen. Und Blühbaum schlägt natürlich. Das wäre die Idee von Läufer nach G5. Es hat Schwarz die Wahl, wie man zurückschlägt, aber E schlägt F6 würde einen langfristig recht schwachen Bauern hinterlassen. Ich glaube, die Stellung ist nicht so schlecht.
Aber trotzdem gibt es wenig Leute, die freiwillig so spielen, sich diese strukturelle Schwäche so früh verpassen lassen. Trotzdem, Computer hassen diese Steuerung nicht besonders. Ziehen die Figuren raus und sagen, gibt Schlimmeres. Nein, ist der Engine-Balken mal ein bisschen abgeschnitten? Das wollen wir nun wirklich nicht. So ist schöner. Daher G schlägt auf 6. Der Bauer schlägt zum Zentrum. Schwarze keine Bauernschwächen, aber der König könnte langfristig ein Thema werden. Ich sehe viele Leute, ist ja auch verständlich, die neu in den Chat kommen und nach Schachdrama fragen. Guck mal YouTube-Video von gestern, hört den Chicken Chess Club Podcast und wir haben auch heute die erste Stunde im Stream darüber gesprochen. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich nicht, weil es ja häufig passiert, wie gesagt, verständlicherweise, nicht alle 5 Minuten das Gleiche sagen möchte. Wir alle verfolgen gebannt Schachdrama. Springer nach C3, Springer nach C6. Bauer nach E3. Jetzt stellt sich Weiß erstmal solide hin und sagt hier, wo willst du denn mit deinem König hin, junger Freund? Wobei ich glaube, Herr Krishna ist älter als Blühbauer, so wahrscheinlich wird er das so nicht gesagt haben. Hier, wenn ich sicher was Schwarz spielen sollte, Herr Krishna spielt Läufer nach G7 und setzt damit E5 fort. Das ist sehr ambitioniert. Ich glaube, dass hier wahrscheinlich die leguanischere Politik angesagt ist, Bauer nach E6 und dann den Läufer nach D6. Läufer nach G7 wird gespielt. Blühbaum zieht den Läufer raus. Läufer nach D3 und E5. Sehr harte Maßnahme. Sieht sehr logisch aus. Bildet hier das perfekte Bauernzentrum. Aber ist auch anfällig. Der Bauer auf D5 kann jetzt nicht mehr gedeckt werden von dem Kollegen auf E5. Der König ist immer noch nicht ganz sicher hier. Und dieses Zentrum ist sehr, sehr wackelig. Weiß könnte, sagen wir, Schwarz rochiert, Weiß rochiert, Schwarz macht Emmas Läufer E6. Mit Springer G3 nachfragen hier, wie planst du diese geschwächten Felder zu verteidigen? Schwarz müsste die Spannung dann irgendwie aufgeben und der Springer kann weiter rumnerven am Königsflügel. Springer nach H5 oder Dame nach H5. Also die Steuerungen sind alle nicht angenehm. Und Hare Krishna greift deshalb zu einer Extremmaßnahme. Er schlägt auf D4, gibt sein schönes Bauernzentrum sofort auf und handelt sich damit eine ziemlich hässliche Bauernstruktur ein. Er hat sich was dabei gedacht. Nach Springer schlägt D4, Springer schlägt D4, E schlägt D4. Möchte er mit Bauer nach F5 seinen Läufer sofort aktivieren und hier Gegenspiel kriegen. Aber diese Bauern sind schon langfristig sehr anfällig. Und nicht nur die Bauern, sondern auch der König ist halt davon betroffen, dass Schwarz diese zerklüftete Struktur hat, weil er sich nirgends mehr sicher hinter seinen Bauern verstecken kann. Also kein Eröffnungserfolg für Pantaya Hare Krishna. Blühbaum rochiert. Weiß kann sich ziemlich sicher sein, dass der Bauer nicht geschlagen wird. Denn hier Dame A4 Schach, gefolgt von Dame schlägt D4. Oder Läufer B5 Schach, gefolgt von Dame schlägt D4. Entscheidet die Partie. Also muss Hare Krishna auch rochieren. Aber wie gesagt, der König ist ein bisschen wackelig. Und Blühbaum bleibt auf dem Gaspedal. Spielt Dame H5. Sagt hier, kannst hier schlagen, aber ich werde deinen König freilegen. Läufer schlägt D4 und Läufer schlägt F5. Königssicherheit wichtig im Schach, Material ist gleich. Und auch weiß er jetzt eine Bauernschwäche, aber ihr seht an Bruce Balken, dass es hier schon sehr, sehr schief gelaufen ist für Schwarz, weil sein König so offen steht. Und gerade in so Schwerfiguren-Endspielen ist das ein großer Faktor. Also Blühbaum, nichts Besonderes gemacht, aber trickreiche Eröffnungsvariante gewählt und danach sinnvolle logische Züge gespielt. Und schon steht ein Topmann wie Hare Krishna jenseits von Gut und Böse. Sieht leicht aus, ist es aber nicht. Blühbaum sehr, sehr stark da drin, aus der Eröffnung Druck zu machen. Ohne jetzt viel riskieren zu müssen. Gerade mit Weißen sehr harter Aufschläger. Bei dem Pferde viel Pech gehabt.
dass er viele gute weiße Stangen da nicht gewonnen hat. Aber er kann diese Partien, wo er mit weißer mal Druck macht und den Gegner gleich zum Atmen lässt, sehr, sehr häufig ausbremsen. Joe Meek sagt, should stream in English. Let me guess, Joe Meek, you do not speak German, but you do speak English? Or maybe it's the other way around. No, I'm aware many people out there don't understand German, and of course I've considered streaming in English, but I prefer, because I'm usually doing this late at night and more in hangout mode, to do it in my native tongue, even though it might hurt viewing numbers. I hope that's okay. Ich rede einfach lieber Deutsch hier später in der Nacht, Digga. However, I will switch back to English tomorrow to do commentary on the Sinkfield Cup, starting at 8 p.m. on Chess24, together with our boy, Lawrence Trent, and the legend, Rustam Kazimchanov. Dame D6, Hare Krishna ist zäh. Do you think Lanz und Precht are able to speak English? Sort of. We've heard the occasional English expression from Lanz und Precht. I think it might be a little, as we call in German, cringe. I'm not sure if you English speakers understand the term cringe, or if you have a similar word. In German, we say, bisschen cringe, du Boomer. Turm AD1. Attacke den Bauern. Turm AD8. Ihr seht am Balken, Stellung ist schon jenseits von Gut und Böse. Es passiert gar nichts Direktes. Aber mittelfristig ist der schwarze König einfach zu schwach. Deception today saying cringe in English is probably the most used word out there. Haha. Oh, I wasn't aware. I always thought cringe was exclusively German, like Boomer. Dame nach E6. Natürlich tauscht Blühbaum nicht die Damen. Das würde all die harte Arbeit zunichte machen. So, er spielt Dame nach F4. Er ist nicht direkt matt, aber Schwarz kann halt langfristig nicht für die Königssicherheit sorgen. Bauer F6 macht man auch nie gerne, schwächt eines Ferntages die siebte Reihe. Aber er muss versuchen, ein bisschen Kontrolle hier über die Felder zu kriegen. Turm nach E3, Dame nach F7, Schach, Dame nach D4. Blühbaum nicht in Eile, es gibt hier viele Züge, die den Status Quo, Status Quo is German for Status Quo, aufrechterhalten. Und Blühbaum macht weiter Druck. Bauer nach B6. Turm nach E1. Der andere Turm muss sich irgendwann dazugesellen. Jetzt droht bei Bedarf Turm nach E7. Deshalb muss der Turm das Feld passiv verteidigen. Schwarz würde gerne Turm nach E8 spielen. Aber dann könnte Weiß sich einfach den Bauern hier schnappen. Und selbst in diesem Damenendspiel würde die Schwäche des schwarzen Königs immer noch eine entscheidende Rolle spielen. Wäre auch hoffnungslos. Es ist schwer, Turm nach D7, aber jetzt kann er auf der E-Linie nicht mehr challengen. Macht es auch nicht besser. Turm nach E6, Blühbaum. Macht stressend. Dame nach G6, Bauer nach H3. Auch mal wichtig, nicht zu vergessen, sich ein Luftloch zu machen. Denn eines fernen Tages wird man das Tempo brauchen, dass Schwarz nicht hier auf einmal Grundlinien gegensperrt. Dame nach G7, kein Zug, den man gerne macht. Also, wir müssen dran denken. Ich weiß, die Partie ist nicht so spektakulär, aber wir müssen dran denken, was für ein starker Gegner es ist und wie vollkommen dominiert er hier wird. Kann nichts machen die ganze Zeit. Bauer nach F5 bietet wieder den Damentausch an. Blühbaum verzichtet natürlich wieder. Wie gesagt, König so schwach und will die Damen nicht tauschen.
König G8, Dame H4. Bringt wieder Turm E7 als Element in die Stellung. Starkes Nebenlöse ist nicht so, dass es immer nur einen Zug gäbe. Hier guckt wieder auch Dame D3. Ist sehr gemein. Aber wichtig ist, Hare Krishna nie zu erlauben, die Stellung zu vereinfachen. Wer fragt, wie alt der Blühbaum ist? 25? Ist auch noch jung. Auch schon seit 70 Jahren dabei gefühlt. Ich glaube, Blühbaum ist 25. Jahrgang 97. Wie ich. Turm D nach F7. Dame nach F4 sagt hier, du kommst nicht vorbei. Turm nach F6 versucht wenigstens ein Turmpaar abzutauschen. Und Blühbaum sagt, okay, tausch mit Türme, aber dann gönn mal ein bisschen Bauern dafür. Dame schlägt F6, Dame nach D4. Und es wird Material fallen, wenn Schwarz Turm D8 spielt. Kommt der kleine, aber feine Trick. Turm E8 Schach. Greift die Dame an. König F7 schlägt. Und der Turm ist weg. Das Problem mit dem offenen König. Früher oder später kommen immer solche Tricks. Und man kann den Laden nicht mehr zusammenhalten. Hare Krishna versucht noch ein bisschen Raum zu greifen hier mit Bauer F4. Aber jetzt fällt der D-Bauer und die weiße Initiative bleibt. Dame nach E4, Dame G6. Inzwischen werden vielleicht auch ein Spiel gewonnen, aber Blühbaum verzichtet weiter richtig darauf. Spielt Dame nach D4. Sagt hier, dein König immer noch schlecht. Wenn du F3 spielst, kann ich Abzugsschach machen. Ich überlege, da gibt gar keinen Abzugsschach, was direkt gewinnt. Da spielen wir erstmal G3. Ich dachte so, dann König G8. Ist noch nicht vorbei. Dann nach G7, verhindert das Abzugsschach. König F1 sagt hier, wenn du F3 spielst, kann ich es wegnehmen. König nach G8 geht aus der Diagonale. Blühbaum laviert ein bisschen. Turm nach E4. Würde gerne diesen Bauern schlagen. Also Hare Krishna, wahnsinnig zäh, dafür ist er auch bekannt. Steht häufiger unter Druck, aber wehrt sich dann. Enorm zäh. Ah, hier verpasst er die vielleicht beste Chance. Beste Chance wäre wohl Turm nach E8 gewesen. Und dann kann dieser Bauer nicht geschlagen werden. Wegen Dame B1. Trotzdem bleibt die Stellung. Verloren, aber so hätte er noch ein bisschen kämpfen können. Dame schlägt F4, Dame B5. Und auf einmal gibt es ein bisschen Gegenspiel. Also hier hätte Blühbaum noch Arbeit gehabt. Und so ist es häufig. Man steht ganz partiert auf Gewinn, aber dann auf einmal kommt so ein kleiner Gegentrick. Ist nicht so leicht. Aber Hare Krishna verpasst diese Chance, spielt Dame nach G5 und nach G3 ist die Messe gelesen. Denn der kann nicht geschlagen werden. Wegen Turm nach G4 und tschüss Dame. Hare Krishna spielt Dame F5. Immer noch auf der Suche nach Gegenchancen. Aber die existieren nicht wirklich. König nach G2. Wieder kann Schwarz nicht hier schlagen. Wegen Schach. König geht weg. Turm F4 und tschüss Dame. Ist aber auch eine F3 Schach, immer ein bisschen scary, aber hier nicht so wirklich, ist nicht realistisch, dass die Dame jemals hier hinkommt, weil der schwarze König ja viel, viel offener ist als der weiße. Dame nach F6, Turm G4 Schach, König H8 und jetzt kommt die finale Abwicklung, muss man ein bisschen rechnen, aber zählen kann er. Er spielt hier Turm nach F4, wobei ich hier viel Wizard mit ihm gespielt, ich bin nicht sicher, wie gut er zählen kann. Spiel hier Turm nach F4. Und der Punkt ist, Dame schlägt D4, Turm F8, König G7, C schlägt D4, König schlägt F8, hat man Bauern ins Spiel. Und was Weiß hier berechnen muss, ist, dass diese Bauern nicht schnell genug zur Dame laufen. Ich würde sowas immer ungefähr 17 Mal durchzählen. Na, vielleicht braucht Blühbaum da nur 16 Zählungen. Und der König kommt rechtzeitig. B3 schlägt A3, König C2. Der Kollege wird gestoppt. Hier nach A3 muss man noch aufpassen, diesen Durchbruch nicht zu erlauben. Aber König C4 kontrolliert das Feld. Deshalb gab Hare Krishna sich hier geschlagen. Denn das Endspiel ist verloren. Ich glaube, nach G4 gibt er auf. Wie einfach das Durchzählen ergibt. Wenn Schwarz nicht mehr den Bauern durchläuft. Schnappt weiß ich den Bauern, bringt sein König in Mitte und rennt mit seinen eigenen Bauern und Drops gelutscht. Also Startzielsieg von Matthias Blühbaum gegen einen
2-7er. Sieht man nicht alle Tage. Hare Krishna wird gleich seine Eröffnungsbehandlung bereuen, insbesondere dieses Läufer G7, gefolgt von Bauer E5. Vielleicht war ihm von Weitem nicht klar, wie schlecht diese Stellung schon ist. Aber eindrucksvoll bestraft. Von Matthias Blüber.